Yo, hallo zusammen und willkommen zurück zu Polybridge. Warum zurück? Weil ich das Ganze schon mal gespielt habe. Super lange her, aber in der Zeit hat sich einiges getan. Und zwar ganz viele Updates, ganz viele neue Maps und ganz viele neue Funktionen. Ist ja auch egal, wir gehen jetzt einfach mal rein und gehen in die Kampagne rein. Ich würde mal sagen, ich fange mal nochmal von vorne an. Und guck mal, wie weit ich Bock habe. Beziehungsweise, wie weit ich komme generell. Also man muss hier, also wer es nicht kennt, man muss im Grunde immer eine Brücke bauen über einen Abgrund bzw. über einen Fluss und muss gucken, dass das Auto zum Ziel kommt oder auch das andere oder da kommt ein Schiff oder ein Flugzeug oder ein Luftballon durch. Also es ist einiges, was man da machen kann. Ah, so kann ich scrollen. Okay. Okay, fangen wir an mit der Brücke. Mit der Brücke einfach hier rüber bauen. Also am Anfang ist es relativ easy. Bitte geh weg. Voll geile Geräusch. Reicht das schon so? Ne, warte mal, so kann ich nicht bauen. Okay, muss ich so machen. Und es gibt auch richtig coole Funktionen. Man kann jetzt auch Streckenteile kopieren und einfach auf der anderen Seite wieder einfügen. Soll ich das mal eben machen? Das ist bestimmt cool. Passt mal auf. Warte. Bauen hier mal so eine sexy Brücke rüber. Ich glaube, die kann man auch verschieben, ne? Hä? Was ist los, hä? Kann ich nicht verschieben? Also irgendwie ging das mal. Warte. Ah. Nee, das war mit Lomos, das ja. Okay, verschieben wir jetzt nicht. Oh ne, jetzt habe ich was gebaut. Ich wollte kopieren, genau, warte. Wir machen das hier mal weg, pass auf. Und zwar löschen wir das Ganze mit C und... Warte, wo ist denn der Löschknopf jetzt? Hier. So, dann kann man jetzt markieren, kopieren und kann das Ganze drehen. Pass mal auf, das ist super geil. Und zusammenbauen. Ich meine, bei der Brücke ist total dumm, aber es war trotzdem cool. Und los geht's. Erste einfache Brücke und geschafft. Und natürlich ist es am besten, wenn er quasi euer Budget nicht erreicht. Oh, was ist das? Oh, cool. Bin Platz 56.000 bei der ersten Brücke. Nice. So, wir fangen an mit einer simplen Brücke, 10 Meter lang und weiter geht's. So, warte mal, wir haben zwei Autos und eine ziemlich lange Brücke. Ey. Muss ich erstmal dran gewöhnen an die neuen Knöpfe hier. Passt auf, wir haben die Brücke gebaut. Jetzt bauen wir hier nochmal hier so ein. Oh, das ist auch geil. Warte mal. Ja, das ist cool. Aber irgendwie ist das jetzt ungleich. Kann auch irgendwie zurück machen, ne? Ja, genau. Ist jetzt sauber. Und dann bauen wir hier noch ein paar Stützen rein. So, pass auf. Ich bin ja eigentlich Ingenieur. Und. Hä? Achso, dachte schon. Normalerweise kommt der Typ immer um die Ecke und sagt, too far away. Ich hoffe, der kommt noch. Hä, was drücke ich denn hier die ganze Zeit? Entfernen dich, bitte. Kann man so nicht machen. Damit aber. Da, da, nein. Da, jetzt, hier so. Ah, hier ist der Knopf. Okay, lösch. Ah, da stand jetzt gerade, wie man löscht. Habe ich nicht gesehen. Verdammt. Ich glaube, das reicht noch nicht. Ich glaube, das... Ah, jetzt hör doch mal auf. Bitte, bitte, bitte. Oh... Ja, perfekte Brücke, 01. Beste Brücke EU. Oh, warte mal, da fehlt doch irgendwie eine Strebe, ne? Irgendwie total ungleich gebaut. Und ich würde schon fast schon sagen, wir machen hier noch eine hin. So, guck mal. Super krasses Konstrukt für Brücke. Hier noch hoch, dann... Oh, over budget. Oh nein, na, warte mal. Das ist mal irgendwie... Ah, hier, guck mal. Zack. Auch weg. Wir brauchen ja eigentlich nur noch hier einen. Ne? Weißt du, zweite Brücke. Hat er schon voll oft gespielt und kackt schon ab. Ach, zwei Autos gleichzeitig. Oh, what the fuck. Aber die schaffen es hier. Geil. So, beide Dinger drüber. Ich glaube, beim letzten Let's Play hatte ich auch eine Facecam drin. Die kommt auch bald wieder, sobald ich beim Friseur war. Momentan sieht es echt scheiße aus. Das ist halt so der Übergang, ne? Wenn man lange Haare hat. Bis zum Po, da muss man schon ein bisschen drauf achten. So, pass auf jetzt hier. Guck mal. Nee. Oder ich mache halt diese Standardbrücke. Warte mal, kennt ihr die? Die Standardbrücke, die ist eigentlich auch immer ganz... Wird eigentlich immer ganz gerne genommen hier. So eine. Für die obere Brückenstabilität natürlich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es dann nachher wieder so teuer wird. Ich glaube ja. Aber theoretisch könnte man in der Mitte die Streben rausnehmen. So. Also mein geschultes Auge sagt mir, das ist perfekt. Fast. Warte, wir müssen hier nochmal ein bisschen abstützen. Vielleicht zur Mitte hin, vielleicht aber auch nicht. So viel Geld haben wir gar nicht mehr, aber das kostet ja nur 200. Hier. Perfekter Abdruck, auch wenn es schnell gehen muss. Warte mal, so. Nee, so. So.
glaube, das war... Ich glaube, das so, ne? Und los geht's. Stabile Brücke 02. Wir starten... Oh, da kommt der dicke, fette Kombi. Oh, reicht aber. Überleg mal. 4 Stützen mehr und es hält super gut auf einmal. Oh, da war rot. Da war richtig krass rot. Habt ihr das gesehen? Und die späteren Level, die kenne ich noch gar nicht, weil das kam auch einiges... Eigentlich kenne ich die anderen Level auch nicht mehr. Was ist das? Trace? Ah, ja, okay. Keine Ahnung. Also, weil es ist schon wirklich so lange her. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich zuletzt gespielt. Aber da hat sich jetzt einiges getan. Wie lösche ich den jetzt hier? Nein, ich will keine Hydraulik machen. Hier, pass auf. Ah, hier. D, ich drück doch immer D. Oder muss das erst... Ah, ich weiß. Muss erst super hart markieren, ne? Ah, verstehe. Das ist irgendwie schief, aber was soll's. Passt schon. Dann machen wir hier unsere Standardbrücke wieder drüber, einmal drunter und schon haben wir die stabilste Brücke der Welt. Wobei die so total kacke ist, weil es total ungleichmäßig ist. Kann aber, don't show again, Mann. Hä? Ah, mit Shift, Mann. Ja, geil. Shift gedrückt halten, dann kann man die Dinger verschieben. Ich wusste doch, dass da was war. Aber der geile Mann, der immer sagt, too far away, der kommt gar nicht mehr, ne? Der geile Mann, weißt du? Jetzt dein Ernst? Ich dachte, ich muss da voll das dicke Ding bauen und bin schon fertig. Next level. Oh yeah, 2 Autos. Und sehr weit oben. Ja, nice. Man kann ja eigentlich so bauen wie gerade. Pass auf, zack. Nein, geh weg. So. Das ist super geil. Jetzt machen wir hier diese Standardbrücke. Warte, ich mal, wer näher dran. Aber so im Menü hat sich mal richtig was getan. Auch hier mit dem Kopieren finde ich geil. Ich meine, bei den Anfangsbrücken brauchen wir jetzt nicht unbedingt dieses Kopiergedöns. Aber nachher ist das, glaube ich, ganz cool. Top Sonnebrücke, ne? Top. Guck mal. Sag ich doch. Oh, das ist ja sogar ziemlich gleichmäßig. Nicht schlecht. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Da müssen wir wahrscheinlich von unten dran. Und machen erstmal den Punkt hier geil. So, warte mal, jetzt gehen wir hier noch rüber. Oh Mann! Der muss echt bis da hinten, aber da komme ich ja gar nicht hin. Doch, komme ich wohl. So, so ist doch schön, oder? Perfekt, hält zwar noch gar nicht, aber es reicht erstmal, damit es irgendwie nach was aussieht. So. Machen wir das so. Dann müssen wir die noch verbinden. Oh, wie teuer, aber wir haben 18.000. Das ist eigentlich eine Menge, wenn man so möchte. Das ist voll viel Geld. Für eine Brücke. Ja, eigentlich für eine Brücke ist das wenig Geld. Jetzt gehen wir hier hoch. Guck. Aber wenn ich so weiterbaue, ist das voll wenig Geld. Zu viele Streben. Streben Overload. Hier, guck mal, jetzt kommen die wichtigsten. Da können wir nicht hin. Mist. Und? Jawoll. Ich hoffe, die erste hält. Nein! Oh Mann, ey. Jetzt habe ich mein ganzes Geld in die vordere Brücke gedrückt. In die Drücke gedrückt. Warte mal, wo war denn jetzt das Problem? Grid an und aus. Oh! Ah, gesehen. Diese Strebe, die mochte nicht mehr, weil es so schwer wurde. Okay, warte. Lass mal an. Das ist eigentlich ganz cool. Pass auf, wir klicken die an. Sagen hier so. Vielleicht muss man da doch ein bisschen auseinanderziehen, das Ganze. Damit die so ein bisschen stabiler wirkt. Vielleicht machen wir da drunter auch noch mal eine Reihe, weil wir haben ja ein bisschen Geld. Guck. So, sieht zwar irgendwie immer noch gefährlich aus. Guck mal, die hält richtig hart, die eine. Ja, nice. Gut gemacht. Next Level. So, jetzt gucken wir nochmal. Unser erstes Mal, dass ein Schiff hier durchfährt. Da fährt ein Auto. Ne, warte mal. Erst fährt das Schiff durch, dann das Auto. Nice. Ich glaube, da müssen wir einfach nur drüber fahren. Ich glaube, so Hydraulik-Dinger haben wir noch nicht. Kann man so machen. Warte mal, genau. Einen wieder in die Richtung. Dann einen runter. Ist das die? Ja, genau. Ist die höher. Dann ganz viele runter. Und geradeaus. Ah, ne, warte mal. So ist blöd.
Hatte ich schon mal, dann bleibt das Auto nämlich da an der Stelle hängen. Das ist natürlich auch doof. Deswegen machen wir das so. Guck, wir fahren da hoch und fahren wieder runter. Das ist gut. Und das ist gut. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Dann sehen wir gleich, wie gut das ist. Warum bräuchte ich den so weit auseinander? Jetzt, Achtung. Es geht los. Der könnte ein bisschen too far away sein. Vorher war immer so ein Typ da, der das immer gesagt hat. Das war toll. Ich vermisse diesen Typen. Ja! Warte mal so. Ne, rüber komme ich nicht mehr. Ja, hier ist jetzt ein bisschen knapp, glaube ich. Oder wir ziehen... Ne, können wir nicht ziehen. Können wir das hier? Ja, das geht. Zwar dann ein bisschen ungleich, aber wir können den zumindest verbinden. Sonst haben wir da wahrscheinlich ein richtiges Problem am Start. So, jetzt fahren wir hier nochmal hoch. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Pass auf. Oh, was für eine geile Strebe. Ich weiß, ich glaube nicht, dass es so halten wird, wenn ich jetzt starten werde. Oder doch, warte. Machen das hier noch so. Voll die chillige Musik irgendwie so. Los geht's! Okay, das Schiff, kein Problem. Jetzt kommt das dicke Auto. Oh yeah! Oh, ohne Witz. Das wäre immer super einfach. Ich glaube, ich kriege jetzt gerade wieder einen Skill von letztem Mal. Das ist gut. Oh, Simple Jump. Das ist hier mal nice. Da müssen wir springen. Oh, wir haben noch 5. Lol. Warte. Ja. Da haben wir schon mal 0. Also ihr seht schon, man muss nicht nur normal über eine Brücke kommen. Manche wollen auch springen zur Arbeit fahren. Bin ich jetzt nicht so der Typ für. Aber die beiden Autos, die da stehen, da haben die wohl Bock drauf. So, den noch drüber, den. Und wir gehen mal näher dran. Ich denke mir immer so, ah, ich kann es ja gerade noch erkennen. Aber wenn ihr zum Beispiel am Handy guckt, dann seht ihr mal so gar nichts. Ja! Oh Mann, ich sehe gerade, ich habe nicht mehr so viel Geld. Tschüss. Hä? Dachte schon, gleich geschafft. Hier fehlt noch voll was. Aber so geht's, glaube ich, ne? Und go! Bitte, bitte, Auto! Oh mein Gott! Der sah lustig aus. Dann machen wir das mal. Ja, so. So ist schön. Dich machen wir so ein bisschen. Ne, so ist auch blöd, ne? So knallt der voll. Ich mache nochmal so. Ich habe ja den Winkel verändert. Sollte jetzt funktionieren. Achtung! Jawoll! Super cool gesprungen, Mann. Und nur Platz 101.000. Nice. Okay, Mann. Ach, lol, mit 3.400 kann man das schaffen. Voll krass. Da haben wir noch den Overpass. 1.8. Ich weiß auch, jetzt geht's rucki zucki, falls wir das weiterspielen. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, wir haben Stahlbarrenträger. Die gehen voll weit. Das ist ja mal cool. Okay, warte mal. Müssen wir das jetzt echt so bauen? Alter. Okay, die machen wir nochmal eben. Nachher. Die machen wir nochmal eben, weißt du? Voll das schwere Ding, so wie es aussieht. Warte mal, ich habe auch Seile, ne? Theoretisch könnte man ja. Und nur 5 oder 6 von denen. Okay. Ja, aber Ropes habe ich genug. Oh, da können wir voll die Ropes machen. Cut the Rope. Habe ich auch mal gespielt. War nicht ganz cool. Warte mal, geht das? Lol. Ja, fast. Ein bisschen Stabilität im unteren Bereich wäre noch ganz cool. Und hier im oberen. Weil da ist kein Platz mehr im unteren. Ich muss das aber auch noch hier hinbauen. Achtung. Guck. Dann nochmal hier rüber. Die beste Brücke. Oh, ging sogar. Ja, cool. Okay, warte mal. Können wir jetzt einfach hergehen, das markieren? Achtung, das wird jetzt geil. Copy. Jetzt habe ich das so in meiner Maus drin. Dann kann ich das kopieren. Oh, warte mal. Da fehlt noch eine Strebe. Los geht's. Oh, ich bin... Alter.
Bin so ein bisschen over budget. Warum? So teuer war das. Obwohl, ich glaube, die Stahldinger sind so relativ teuer. Dann machen wir das mal so. Pass auf, den einfach mal weg. Sag ich doch, immer noch teuer. Scheiße. So ist gut. Dann könnte man vielleicht noch den wegmachen. Oder den. 202 noch zu viel. Jetzt können wir vielleicht noch den verschieben, so nach oben. Den noch. Also ihr seht schon, wir müssen überall jetzt so ein bisschen sparen. Wir wetten aber, die eigentliche Lösung ist voll einfach. Alter, 54? Wenn ihr wollt, kann ich euch das geben, solange... Ne, warte mal, ich kann die doch wegmachen. Die machen gar keinen Sinn hier oben. Markieren und... Ne, ich markiere die jetzt so. Guck. Nein! Oh, da war ein Seil noch drin. Und los geht's. Oh Mann, das wird cool. Nein. Och ey. Oh oh. Oh Mann, wieder 142 zu viel. Oh nice. So geht's aber. Wirkt aber irgendwie komisch, die Brücke. Also da würde ich nicht so gerne drüber fahren. Schon allein wegen dem Oh, oh. Also ich sag mal so, der große Wagen passt jetzt nicht unbedingt durch. Das ist ja kein Ding hier, die Schiff. Aber jetzt kommt der große Wagen. Das ist ein bisschen schwerer. Ich glaube, rechts bricht die Brücke zusammen. Da, wo es jetzt schon gelb ist an der Stelle hier. Oder noch besser, der fährt gar nicht erst da hoch. Das ist natürlich cool. Aber ich würde mal sagen, das war's von der ersten Runde Polybridge. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Und ich guck mal, dass ich auch in die Level reinkomme, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Die noch keiner gesehen hat bisher, so gesehen. Okay, haut rein und bis zum nächsten Part. Tschüss.